Hallo, da bin ich wieder bei Cry of 4. Genau, da bin ich letztens stehen geblieben, schon lange keine Aufnahme mehr gemacht. Boah, weil ich ja natürlich Spätschicht hatte. Da bin ich etwas unmotiviert, etwas irgendwas zu machen. Okay, das ist wieder so ein Jump-and-Run-Dingens. Das kenne ich sogar noch. Ja, man fragt sich jetzt, was macht man dort, was ist das? Ich glaube, das sind seine kranken Vorstellungen wieder. Ach, gut. Alter Schwede. Genau. Gute Frage jetzt. Nein, da können wir nicht gehen. Da können wir auch nicht gehen. Ich glaube, wir können da gehen. Ich glaube, da müssen wir dann dort. Ja, natürlich, weil wir kommen nämlich. So, da bin ich wieder. Ganz schnell ist das gegangen. Ja, dann brauche ich da nicht immer zugucken, wie ich da gerade sterbe. Ich glaube, ich muss da runter. Nur ich frage mich, wie komme ich da jetzt am besten runter? Wenn ich da jetzt runtergehe, bin ich tot, ne? Was ich probieren könnte, ist... Ich mal heilen. So. Echt kein Plan, wenn ich da jetzt runterspringe. Ich bin wahrscheinlich... Aber ich muss da runter. Ach, ich probiere das jetzt. Scheiß drauf. Oh, super. Dann glaube ich, muss ich dann da runter. Genau. Und dann muss ich... Ah, darauf, okay. Alter, das geht... Das ist so... Ah, ich hab's geschafft. War wow, super. Ja, es funktioniert die Kamera wieder. Wenn sie sich plötzlich abschaltet, ja, dann tut mir das echt leid, dann kann ich da nichts machen. Aha, okay, ich muss darauf. Ich mach das jetzt wirklich ganz vorsichtig. So, okay, jetzt habe ich da ein Problem. Scheiße, wo muss ich jetzt dahin? Habe ich keinen Plan. Ich runter vielleicht? Nein, ich muss da lang. Wow. Ich muss mich wirklich konzentrieren jetzt. Okay, aber da ist aus. Aha. Ich glaube, da muss ich dann. Dann hier. Ja, ich hab's geschafft. Wenn man das macht, dann, keine Ahnung, dann tut man sich irgendwie leichter. So, oh. Lass mich raten, wir werden jetzt verfolgt. Rollstuhl. Oh, wieder was zum Übersetzen. Mein Leben. Ich probier's einmal. No Curtain, kein Vorhang, Pro Captor, Lectoris. Hab ein zu Vater Libelli. Of his destruction, okay, das kann ich nicht übersetzen. Smile upon the child. And so he came upon the... Und so kam er in... Ja, ich kann es nicht übersetzen, sorry. Ja. Wunderschöner Text, hat mir sehr gut gefallen. Da gibt es jetzt was mit Koffer, Auto, Waffe. Stimmt. Das ist jetzt ein Rätsel. Das Lustigste daran ist, ich kann nicht abspeichern. Scheiße, und das muss ich übersetzen. Alter, nee, tu mir das jetzt nicht an schon wieder. Ach, ich geh jetzt einmal gerade durch. Irgendwie werde ich schon den richtigen Weg finden. Ne? Waffe, wir haben da einen Rollstuhl. Rollstuhl, warte mal, das ist logisch. Okay, fang von vorne an. Ich gehe mal dorthin zur Arbeit. Dann kommt die Waffe. Die Waffe, dann kommt das Auto. Wo ist denn das Auto? Nein, warum ist das Auto hinter mir? Und dann eigentlich... Ein Rollstuhl.
in the rolling chairs? How will a Rollstuhl? Also ich habe das mal übersetzt, ja, ein bisschen und ja, und zwar vom Enzo Live, no curtain, no, genau, my life. Ich habe das von dort bis How We Love übersetzt, und zwar, es klingt ziemlich komisch, ja, und zwar Zerstörung seiner Entscheidung, Ergebnis war Lächeln auf ein Kind und er kam auf Implementin und er damit, er war Sträußchen seines Lebens, lebt ein Tag Schicksal in der Rollenstuhl, wie er lachte. Es ist so scheiße übersetzt, dass ich sagen muss, ich gucke jetzt ins Internet drauf, geschissen. Weil ich es ja bin, ne? Es geht folgendermaßen, ja. Ich meine, ich werde da nie drauf kommen. Ich glaube auch selbst, wenn das jetzt in Deutsch stehen würde, wäre ich nicht drauf gekommen. Rollstuhl, also wir fahren ein Auto, plötzlich Unfall, wir liegen im Rollstuhl. Und dann, wo haben wir es so zu Waffe genommen? Dann irgendwas mit Waffe, kein Plan. Ich könnte jetzt kein Dings machen. Und ja. Und dann hat er hat etwas platziert im Placement, glaube ich, und das war dann der Koffer. Und Fail? Watt Dresden? Es war Auto, Rollstuhl. Auto, Rollstuhl, Waffe, Koffer. Wie ist das Koffer? Da ist er. Ja, genau. Oh, es ist so geil, wenn man cheatet. Mir ist das schon ziemlich egal, weil... Ja, das erkläre ich einmal ganz zum Schluss, wenn ich dann das Spiel durch habe. Aber so, ja, wenn ich nicht weiterkomme, hilft mir nichts anderes. Das Cheaten ist so geil, es gibt nichts Besseres. Wow. Habe ich jetzt gespeichert? Ich habe gar nicht gespeichert. Ich weiß gar nicht. Wollt mich da etwas oder? Passiert jetzt was oder? Wollt mich da? Oh! I need to head to exit. Verdammt! Ich habe Angst irgendwie. Ah, warte mal. Ja! Verdammte Scheiße, was ist das denn? Ah, warte mal! Ich könnte den Typen ja mal nachfolgen. Ach nee, rauch weniger oder sonst irgendwas. Ah! Super! Ich werde den Typen jetzt mal nachfolgen, vielleicht geht er in Richtung Ausgang. Alter, aber das schaut komisch aus. Wozu? Fuck, Alter, das ist doch nicht so mit. Und ich verfolge ihn trotzdem mal, vielleicht zeigt er mir den Weg. Ja, komm, hab mich doch gern. Okay. Nein, da gehe ich wieder zurück. Ich glaube, ich will in die andere Richtung gehen. Ich habe zwar eine Map, aber das hilft mir nicht, wenn ich eine Map habe. Aha, so funktioniert das Ganze. Boah, ich habe Angst. So, wir fangen dann also... Okay, nochmal von vorne. Einmal rechts, geradeaus nur. Kurz einmal geradeaus und dann. Das kann ich mir. Ich glaube, ich hoffe, kann ich mir das jetzt einbringen. So, geradeaus. Ach, das haben wir mal gedacht, dass der Typ kommt. Genau. Ja, das ist halt blöd, ne? Scheiße. Der geht weg. Ich weiß aber, dass ich nach vorne muss irgendwie. Jetzt habe ich... Ach je, das wird noch anstrengend werden, das kann ich euch echt schon sagen. Aber ich glaube, der ist richtig. Was das sein, was das überhaupt darstellen soll, weiß ich gar nicht. Jetzt nur noch geradeaus. Also bis zur nächsten Map muss ich dann irgendwie schauen.
Da weiß ich jetzt nicht, ob ich richtig bin. Nach. Geht's danach? So. Ah. Okay, noch geradeaus, da kommt eine Kurve. Dann da durch. Okay. Jetzt renne ich wieder im Kreis. Renne ich jetzt geradeaus und da abbiegen. Ich renne aber irgendwie zurück. Ich kann aber nicht blitzen. Ja, das ist halt blöd, wenn man da jetzt entgegenkommt. Ha, was ist das? Okay, abbiegen und dann dort durch. Dann glaube ich. Okay, ich verfolge den Typen jetzt. Biegt jetzt ab. Okay. Okay, da kommt keiner. Schnell abbiegen. Okay. Verfolgt mich nicht. Ja, wir haben Zeit. Wir haben genug Zeit. Ah. Das ist eine Karte. Ach, du... Ich wollte schon... Nein! Nein, du Hero! Scheiße, wo war ich jetzt? Ah, wegen den Typen. So, Leute. Das ist die verdammte Stelle, wo er mich gekillt hat. Also muss ich nur gucken, wo biegt der jetzt ab? Wo kann ich da jetzt... Verdammt, der ist finster wie ein Affenarsch. Aber ich kann... Jetzt habe ich mich verlaufen wieder. Nein, nein, habe ich nicht. Oh, Jesus Christus. He suffered severe spinal damage in the accident. It's a miracle he still retains the body motion. From the waist down, however, there is no nervous response at all. Not to mention the mental trauma he suffered. From what I can tell, Simon is a deeply disturbed individual who had mental problems even prior to the accident. Du solltest dich besser beeilen. Ist gleich im Arsch. Holy fuck! Holy shit! That was close. Is he still there? What the fuck? Wasn't this where I... Oh ja, du bist besessen. No. No, no, no. Something is obviously not right. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich sollte mich beeilen, bevor irgendwas passiert. So. Chapter 5. Leaving this for good. Und damit das Ganze auch nicht zu langweilig wird, kommt mir so ein Typ entgegen. Aber die Frage, wo kann ich jetzt speichern? Ich möchte jetzt speichern. Kann man aber nicht speichern, okay. Dann muss ich da runter. So. Das hätten wir jetzt einmal. Da kann man nicht gehen, da auch nicht. Alter Schwede. Ja, super. Guck nur, ob da irgendwas zum Speichern ist. Das Ganze möchte ich sicher nicht von vorne machen. Aha. Nein. Da kann man auch gehen. Das ist nichts. Okay, dann gehe ich einmal dort runter. Boah. Nichts zum Speichern. Warum? Was? Dresden. Okay, ich muss mir wieder die Fuse. Ja, brauchen.
Wann am besten? Ich habe das Gefühl, dass wir es dann demnächst woanders einsetzen müssen. Ich weiß gar nicht. Aber ich wäre froh, wenn ich etwas zum Speichern habe, ja? Okay, ich komme da nicht durch. Ich habe keinen Plan jetzt. Kann man da was... Ah, ich schnall's jetzt. Nein, tu mir das jetzt nicht an. Tu mir das echt nicht an jetzt, ja. Dass ich jetzt da über dieses Gleis jetzt spazieren muss. Lass mir wenigstens einen Platz finden zum Speichern. Oder sonst irgendwas. Ja. Ah, okay, passt. Das werde ich machen. Vielleicht finde ich da draußen irgendwas zum Speichern. Ja. So. Hier, das kommt mir auch bekannt vor. Irgendwie. Okay, alle Wege führen nach Rom. Da gibt es aber noch eine Tür. Okay, super. Dann müssen wir in eine Richtung gehen. Na, schauen wir mal. Hoffentlich irgendwas zum Speichern. Ha? Ich muss einkaufen, auch noch gehen. Es wäre nicht schlecht, wenn ich etwas finde. Okay, hat sich jetzt beruhigt. Wo gab es dann Speicher? Preston Road. Nein, da war ich fertig. Preston Road war niemand. Da ich nicht mehr gehen. Ist da was zum Speichern? Ich weiß es gar nicht. Ich guck nochmal nach, aber. Ja, da gab es den Bus zum Speichern. Super. Ich glaube aber, dass ich wieder zur U-Bahn muss und wirklich diese Gleise überqueren muss. Ich weiß es nicht. Ich werde das demnächst dann ausprobieren. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.